Wie gut kennst du dich an der Universität Bielefeld aus? Wie oft verläufst du dich? 11% kennen die Uni wie ihre Westentasche oder Westentasche, 20% gar nicht. Das wollen wir heute ändern und deswegen stellen wir euch heute die Universität Bielefeld vor. Ich bin Mareike, ich studiere Politikwissenschaften und Germanistik. Ich bin Viktoria, ich studiere Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften. Ich bin Valentina und ich studiere Politik und Sozialwissenschaften. Ich bin Blielter und studiere Politikwissenschaften und Soziologie. Ich bin Dilara, ich studiere Sozialwissenschaften und Soziologie. Los geht's! Du hast allgemeine Fragen und suchst ganz schnell nach Informationen, dann bist du hier beim Infopoint richtig. Der Infopoint befindet sich links am Eingang der Uni. Außerdem kannst du hier deine Unicard bekommen und sie nebenan direkt validieren. Ich stehe hier am Eingang von der Cafeteria am Westend. Hier kann man genauso auch Brötchen holen, was Warmes essen, Früchte, was zu trinken. Genau, das befindet sich in der Unihalle und viele sitzen auch hier einfach nur zum Chillen. Früher gab es hier auch Partys, die finden jetzt aber außerhalb statt, also im Ringlockschuppen oder irgendwo anders. Das gibt's leider nicht mehr. Hier im V-Zahn der Uni findet ihr das BITS. Das steht euch bei allen technischen Fragen oder auch Schwierigkeiten zur Verfügung. Ihr könnt hier euren Laptop reparieren lassen, alle möglichen Fragen stellen und sogar auch kostenlos drucken. Edi ist unser kleiner Mini-Supermarkt in der Uni. Wenn du also Lust auf Früchte hast, einen kleinen Snack oder durstig bist, kannst du gerne hier etwas holen. In unserer Umfrage sagten 80% der Studierenden, dass sie sich nicht mit dem Sportangebot auskennen, was eigentlich sehr schade ist, weil die Uni einiges zu bieten hat. Wie man sieht, im Sommer kann man schön Beachvolleyball spielen, Handball, Basketball und auch sogar was richtig Exotisches, und zwar Pole Dance, wenn da jemand Bock drauf hat. Genau, in der Uni kann man sich auch Flyer abholen, da kann man sich die Sportangebote nochmal genauer ansehen und auch, wo sich etwas befindet. Genau. Einige der Studierenden kennen auch gar nicht die Gewächshäuser hinter der Uni. Werden Experimente durchgeführt, wunderschöne Blumen, die man sich anschauen kann, und zum Spazierengehen ist das auch wunderschön. Jetzt befinden wir uns im X-Gebäude. Wenn du hier die Treppen hochgehst, kommst du zur Uni-Bib und kannst dort in Ruhe lernen. Ebenfalls befindet sich hier die Cafeteria, wo man leckere Speisen und Getränke finden kann. Ebenfalls kann man dort mit seinen Kommilitonen auch gut seine Pausen verbringen. Auf jeder Etage gibt es solche Lernplätze. Die sind auch optimal, um ungestört zu lernen oder mit seinen Kommilitonen hier Zeit zu verbringen. Und Steckdosen gibt es ebenfalls, um seinen Laptop aufzuladen oder sein Telefon. Hier sind wir hinterm X-Gebäude. Hier könnt ihr chillen, lernen oder auch einfach Sonne tanken. Oder auch euer Mensa-Essen hier genießen. Das ist hier das Sozcafé. Hier kannst du dich mit deinen Freunden treffen, Musik hören, chillen, Cola trinken, Kaffee trinken und die Pausen zwischen deinen Veranstaltungen genießen. Hier endet unsere Tour durch die Uni. Danke, dass du dabei warst. Wir sehen uns. Tschüss!